Ach, da vorne sind 60, ja. Mensch, ist ja nett. Ganze 10 km/h schneller. Naja, aber ich halte mich da jetzt einfach mal dran. Die Fahrpläne sind ja schließlich drauf ausgelegt. Ach, guck mal, ein N2. Das ist ja schön. Hallo. So, einmal hier rum. Da vorne sehe ich schon wieder ein 30er-Schild. Ich krieg die Krise. Aber gut. Ganz zum nächsten Ton musst du gucken zu. So. So, wie wäre es, wenn ihr mal nicht so nah am Bordsteinrand stehen würdet? Wäre das irgendwie eine Option, damit ich hier auch gescheit ausschwenken Einen kann normalen drüber? Fahrschein. Über die Bordsteinkante oder eher nicht so? Nächstes Mal fahre ich euch um. So. Huch. Was ist denn da jetzt gerade schief gelaufen mit dem Sound? Bei Manni umfahren, glaube ich, keine gute Idee. Es gibt eine Riesensauerei. Nächster Halt. Liebes ZF, wie wär's, wenn du einen Gang hochschaltest, damit das nicht so toll klingt? Der Sound ist nämlich echt nervig. Im. Hier. Da, dieser da. Der ist so nervig. Der nervige Sound ist nervig, ja. Ich kann das. Minus 08. Ne, ich fahr mal bis zur Blumenstraße. Ich glaube, dort ist eine Haltebucht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre so. Warum habe ich die Pfeile an dich, Horst? Ich habe doch unten links Omni-Navigation. Nächster Halt, Blumenstraße. Boah, total verplant heute wieder. Aber das ist halt jetzt die Macht der Gewohnheit. Ich benutze Omni-Navigation da erst seit ein paar Tagen. Und ich mache jedes Mal wieder die Hilfs. Bäh. Ich hasse das Wort. Hilfspfeile an. Ich weiß nicht warum, da verhaspel ich mich immer. So, sag ich doch, hier ist eine Haltebucht. Bah, das Schild. Steht ein bisschen nah, würde ich sagen, oder? Ja, wobei. Geht. Hallo. Hallo. So, dann warten wir die paar Sekunden gerade mal ab. Schön. Muss mal Bilder machen hier, sonst habe ich keine Thumbnails. Das wäre doof. So, dann einmal wieder weg hier. Och, das war der Bordstein. Naja, der Reifen freut sich. Sind hier immer noch 30 oder? Ach komm, hier werden schon 50 sein. Wenn nicht, dann halt nicht. Pech gehabt.
schön. Ich liebe diesen Euro 3 ZF-Wagen, der ist einfach Hammer. Dieser Sound. Wobei ja noch genialer der N4016 mit ordentlichem ZF ist, das ist einfach, boah, wunderschön. Den bin ich ja letztens erst gefahren in Folge. Welcher Folge waren das? Das war wieder der Bordschein. Das war in Folge 93, 94? Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann vor nicht allzu langer Zeit halt. So, dann einmal ordentlich Gas geben hier. Man kann es hier ja machen. Hilfe. Brems. Ah, geht doch. So, jetzt bin ich doch wieder zu früh. Naja. 5 Minuten haben wir da Zeit. Fahren doch nur einmal da oben rum und dann sind wir doch da schon da. Naja, ja, den Fahrplan, also. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das realistische Fahrpläne sind. Aber es wirkt zumindest größtenteils so, als wären sie, als wäre das der Fall. Aber 5 Minuten für die kleine Strecke ist schon viel. So, dann einmal zu und weg hier. Und gleich wieder anhalten. Das ist super. Wendlingen, Steig 4. Umsteigemöglichkeit in die S-Bahn. Genau. So, komm, schalt um. Schalt um. Ne, ich muss doch anhalten. Ah, jetzt. Da ist auch wieder eine Ampel. Ist ja doof. Mach doch sowas nicht. Ah, guck mal. So, da sind wir auch schon in Wendlingen. Jetzt nur noch einmal diese tolle Schleife da fahren, die man unten links schon sieht. Also, die man eigentlich sehen müsste. Ich meine, man müsste Omni-Navigation mit aufnehmen. Wenn nicht, dann wäre das jetzt natürlich doof, wenn ich die ganze Zeit davon erzählen würde. So, also wer hier 5 Minuten eingeplant hat, da reichen, wenn man noch ein bisschen Gas gibt, 2, wenn überhaupt. Ich komme ja jetzt schon in 2 Minuten an.
So, dann einmal ganz gemütlich hier, wir haben ja keinen Stress. Und dann sind wir da. So. Alles klar. Dann, genau, Fahrplan stellt auch um. Das passt alles. Komm, ich stelle mich gleich mal an die Abfahrtshaltestelle. So, einmal darum. Wo muss ich denn hin? Ganz vorne? Sieht so aus, ne? So, dann können wir hier nämlich auch noch ein schönes Bild machen. Einmal Tür auf. Na komm, guck mal. Für die Pause brauchen wir keine Türfreigabe, keine Türsperre und keine. Hier, Dings. So, Motor aus, Bremse rein. Und, ich weiß gar nicht, fahren hier überhaupt Züge? Fahren hier Züge? Ich habe keine Ahnung. Hätte man sich vielleicht vorher mal anschauen können sollen, wie auch immer. Gut, dann war es das für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Auch wenn die Folgen jetzt jeweils etwas kürzer werden, so 11, 12 Minuten. Aber ich muss das jetzt so blöd schneiden. Aus multiplen Gründen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal in Folge 100 wieder dabei seid. Beim Let's Play Omsi 2. Bis dahin, macht's gut und tschüss.